Servus und hallo, liebe Bananenfreunde. Ihr seht die Musa Basio, die ich hier ausgepflanzt habe, die letztes Jahr als Ableger schon im Herbst gepflanzt worden ist und jetzt hier schon seit einem Jahr steht. Ist immer noch schön am Wachsen. Hat natürlich mittlerweile schon ein paar Probleme, sieht man an den braunen Flecken. Aber ich habe mir ja vorgenommen, ich werde an der Banane nichts machen, keinen Schutz. Sie muss so, wie sie ist, wachsen. Das eine oder andere, was ich vielleicht machen werde, ist, dass ich die Blätter abschneiden werde, weil die dann vielleicht vor sich hin gammeln. Aber auch das muss ich noch einmal überlegen. Hängt natürlich auch ganz stark von der Witterung ab. Denn wenn es jetzt relativ mild bleibt und so sagt, ist das Wetter voraus, dann wird man vielleicht erst mit richtig starken Frösten wieder zum Frühjahr hin, zum Frühling hin rechnen müssen, dass da irgendwas passiert, so wie es die letzten Jahre war. Aber bisher ist es zumindest nicht der Fall. Und das Schöne ist hier, ihr könnt es vielleicht erkennen, da ist ein Austrieb von einem neuen Seitenspross. Bedeutet, die hat sich hier richtig eingelebt und ihr seht, wie dick der Stamm hier unten ist. Ich bin gespannt, wie sie sich dann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hier draußen entwickelt und wie sie sich verhält. Ist jetzt ja schon als junger Ableger ganz gut überstanden. Und wenn ihr auch Bananen habt oder weitere Fragen habt zum Thema Bananen, könnt ihr gerne die anderen Bananenvideos angucken. Dann ist bei euch alles Banane. Bis zum nächsten Video und tschüss.